Okay, wir fahren los. So, und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Nein, ich bin nicht gerade eben erst aufgestanden. Ich hatte schon mal eine Runde hier um LKW gedreht, hab festgestellt, funktioniert alles und war dann nochmal da drüben. Und jetzt heißt es Feuer frei. Aber erstmal lassen wir den PKW noch durch. Oder nee, 7,5 Tonne. Ja, der lässt uns raus. Das ist aber mal äußerst nett. Geradeaus. So, unser heutiges Tagesziel ist Trelleborg. Dort werden wir dann die Fähre nehmen rüber nach Rostock. Und von da aus geht es dann gemütlich weiter Richtung Erfurt. Aber Erfurt werden wir heute noch nicht sehen. Wir werden heute nur bis zur Fähre kommen. Da ich absolut null Zeitdruck habe, und außerdem das so auch denn wunderbar mit der Schichtzeit noch alles hinkommt, werden wir ganz gemütlich nach Trelleborg eiern. Solange uns nichts dazwischen kommt, wie jetzt eine Baustelle und da dann am besten noch eine Vollsperrung. Oberstes Tagesziel ist es heute allerdings, keine Schranken in jeglicher Form kaputt zu fahren. Jeff, Grüße gehen raus. Und ansonsten einfach einen entspannten Tag beginnen. Ich bin extra so früh jetzt losgefahren, um eventuell zumindest noch die Fähre zu bekommen, die dann rüber geht nach Rostock. Lassen wir uns mal überraschen. Im letzten Video war mir ein kleiner Fehler passiert, beziehungsweise zwei. Zum einen habe ich den Abspann vergessen und zum anderen hatte ich irrtümlicherweise bei Tag, Uhrzeit, Freitag angegeben. Es war aber ein Fehler.
Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Trichter gekommen bin, da schon mich quasi ins Wochenende zu befördern. Heute haben wir Donnerstag, also ist dann morgen erst Freitag im Spiel, bevor jetzt wieder irgendeiner mir in die Kommentare schreibt, ist doch aber erst Mittwoch. Marian bin ich leider Gottes nicht über den Weg gekommen. Na gut, er ist ja auch mit der Fähre direkt rüber nach Finnland. Und bei ihm sah die Natur ja auch schon etwas karger aus. Ich denke mal, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Glück, aber das wird auch nicht mehr lange andauern, bis dann hier auch das Wetter trüber wird. Ich denke mal, ich habe hier jetzt noch so die letzten angenehmen Tage. Ist ja schon gut was los hier heute Morgen. Wenn ich dann den Auflieger in Erfurt abgestellt habe, geht es definitiv dann mit einem anderen Trailer weiter. Da wurde mir auch schon gesagt, dass es allerdings kein MBT-Auflieger ist, sondern ich soll mich dann noch mal, wenn ich in Erfurt bin, im Büro melden und dort erfahre ich dann alles Weitere. Das sah mir nach geringem Blechschaden aus. Trotzdem ärgerlich sowas. Aber wenn es jetzt schon richtig schön hell wäre, die Ecke hier, die ist echt traumhaft. Jeff ist ja schon ganz hibbelig. Der bekommt ja auch ein neues Spielzeug. Aber alle Infos dazu könnt ihr euch ja bei ihm angucken. Meine Fresse, was ist denn hier mit euch los?
lieber mal den nachfolgenden Verkehr warnen, dass die Kasperköppe hier vorne nicht alles auf die Kette kriegen. Mann, 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 Mann. Gebucht bin ich eigentlich erst für die Fähre heute Nachmittag. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber mal gucken, wie gut wir jetzt noch durchkommen. Nimm die Ausfahrt rechts. Vielleicht komme ich ja noch rüber. Chef hat da ja auch schon wieder irgendein Angebot bekommen für einen kompletten Zug. Da merkt man so richtig, Marian ist Fuhrunternehmer durch und durch. Bitte links halten. Und es macht nach wie vor immer noch Spaß, für Marian zu fahren. Nur das Betriebsklima in der Firma, das kann man eigentlich nicht mit Worten beschreiben. Damit es jetzt aber niemand falsch versteht, im positiven Sinne. Ich meine, wäre es nicht so, wäre ich schon längst nicht mehr hier unterwegs. Klar, ihr seht hier zum Großteil nur die angenehmen Seiten, weil wenn denn so im Hintergrund mal irgendwie was ist, was einen denn doch nervt, ein Kunde, der einen irgendwie krumm kommt oder wenn irgendwie was mit den Terminen nicht stimmt, das sind alles so Sachen, die kriegt ihr gar nicht so mit. Oder sagen wir mal so selten. Was mich allerdings ein bisschen beunruhigt hat, als ich mit dem Büro telefoniert habe, wegen jetzt halt Anschlusstour nach Erfurt, wurde ich gefragt, ob ich Lust auf einen Umzug habe. Als ich dann nachgefragt habe, was für ein Umzug, meinst du denn bloß, das wirst du sehen, wenn du hier bist? Ich habe keine Ahnung, was die da von mir wollen. Aber das sind halt auch so diese kleinen Sachen, die das Ganze so ein bisschen angenehmer gestalten. Bitte links halten. Aus dem Büro wirst du doch ganz gerne mal so ein bisschen auf den Arm genommen, sag ich mal. Andersrum ist es nicht anders. Hatte da ja auch schon angerufen und habe gesagt, Leute, ich kann nicht weiterfahren, mir haben sie die Außenspiegel geklaut.
Da war dann erst kurz Funkstille, bis dann auf einmal kam: Du Idiot, fährst Mirror Cams. Das sind dann auch so diese kleinen lustigen Neckereien, die man so macht. Dafür liebe ich diese Funktion hier bei dem LKW. Wenn man hinten im Bett liegt und man hört irgendwas, dass man mit einem Knopfdruck die Monitore anschalten kann und einmal kurz, ohne dass es irgendwie draußen einer mitkriegt, mal kurz gucken kann, ob alles in Ordnung ist. Wenn irgendwas ist, kann ich halt dann die Taste noch mal ein bisschen was länger drücken. Und dann fängt der gute DAF an, Alarm zu machen. Das ist schon wirklich eine schöne Spielerei, die gefällt mir. Aber wenn sie dir irgendwie mal Diesel klauen wollen oder irgendwas, da wäre ich der Letzte, der so bekloppt ist und dann noch rausgeht. Weil da machst du dann die Tür auf, machst die Tür auf, steigst raus und sein Kompagnon zieht dir dann welche über. Nee, nee, so ein Spielchen machen wir jetzt gar nicht. Aber mit Spritklau hatte ich bis jetzt ja zum Glück auch noch keine Probleme. Und ich hoffe auch mal, das bleibt so. Was veranstaltet ihr hier schon wieder? Und diese kleinen gelben Kipper, da hatte Marian ja auch so seine Erfahrung mitgemacht. Alter, was bremst du denn hier so runter? Meine Fresse. Immer geradeaus. Was ein Vollidiot. Meine... Oh. Nicht aufregen. Am besten da die Billardkugel abreißen und dem durchs Fenster schmeißen. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Geradeaus.
Das ist aber auch so eine Hallo-Wachbodenwelle. Wenn du da gerade die Tasse am Hals hast, dann kannst du dir aber auch ganz schnell die Knabberleiste wegrasieren. Bitte rechts halten. Danke, dass du mir dazwischen redest. Aber ich glaube, das süße Leben in der leichten Ladungssicherung ist dann jetzt auch erstmal dann vorbei. Nimm die Ausfahrt rechts. Es sei denn, ich bekomme als Übergang auch wieder einen Trockenfracht oder einen Kühler. Wenn es eine Plane wird, da habe ich dann ja auch wieder mit Gurten und alles zu tun. Biege nach links ab. Und was habt ihr hier gemacht? Hello, do you need some help? Okay. Okay. Nee, brauch keine Hilfe. Polizei ist schon informiert. Muss jetzt aber nochmal gucken. Nee, da kommt wirklich nichts. Immer geradeaus. Ich würde mal sagen, für die ist der Urlaub entweder gelaufen, wenn sie gerade auf dem Weg in den Urlaub sind, oder die Erholung vom Urlaub ist jetzt dahin. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ob die Feuerwehr dahin ist, beziehungsweise zu dem Unfall hinfährt. Ob die hier jemals fertig werden mit der Baustelle. Also manche Ecken kennt man ja schon so ein bisschen. An einigen hat sich ja doch im Laufe der Zeit einiges verändert. Ich habe auch noch so ein Vögelchen zwitschern hören, dass da beim Kollegen gerade die Motivationskurve sehr gering ist. Weil der hat jetzt mal kurz, ich glaube, über 2000 Kilometer Leerfahrt vor sich. Ich meine, genaue Hintergründe kenne ich jetzt da nicht. Aber das sind so Sachen, da fragt man sich, wer da gepennt hat. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ohne da jetzt irgendjemanden nahe treten zu wollen. Aber das ist zum Glück nicht mein Problem.
Nimm diese Ausfahrt. Oh, die fahren sich hier aber auch in Stiefel zusammen. Meine Fresse, ey. Biege nach rechts. Oh, und da hat schon wieder gerumst. Alter, was ist denn heute Morgen los hier? Oh, jetzt haut der mir noch in die Karre rein. Ja, da werde ich dann mal eben gucken, was da jetzt so los ist, was da jetzt passiert ist. Ja, dann würde ich sagen, ja, beenden wir die ganze Geschichte hier mal wieder. Wir sind ja auch gleich am Hafen. So, da bin ich dann doch nochmal. Ja, am Sonnenstand könnt ihr sehen, es ist schon später am Tag. Ich hatte da noch, Polizei kam noch dazu und hast nicht gesehen. Das ist alles geklärt, ist auch schon an die Zentrale, wollte ich gerade sagen, weitergeleitet worden. Also ich habe schon angerufen. Zumindest, dass ich minimalst Unfall hatte. Aber jetzt erstmal eben hier wieder runter, weil ich stehe hier oben auf dem Zaun ein bisschen drauf. Ach, so. Oh, da steht das gute Stück. Ist jetzt nichts allzu Wildes passiert. Er hat mir auf der linken Seite den Unterfahrschutz, den hat er mir so ein bisschen, ja, deformiert, sagen wir mal. Aber das ist jetzt in Anführungsstrichen nicht das größte Problem, weil die kommen Erfurt eh runter. Also, es ist zwar ärgerlich, aber die Versicherungsdaten und alles ist ausgetauscht. Daher mache ich mir da gar keine großen Gedanken, dass da irgendwelche Probleme auftreten. Am LKW ist soweit nichts. Der Auflieger, der steht Ihnen sowieso erstmal in Erfurt, dann können Sie sich das alles nochmal genau angucken. Ist halt eine blöde Situation gewesen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich stehe in Rostock. Bin noch mit der Fähre rüber, aber schichtzeitmäßig ist hier Feierabend. Da geht nichts mehr. Ich bin auch bloß noch von der Fähre runter, hier auf dem Parkplatz und Maschine aus. Fahrzeit hätte ich noch, da dürfte ich sogar noch fahren, aber ja, wie es halt so ist, man kann nicht alles haben. Aber ich werde es mir jetzt im DAF gemütlich machen. Den Kollegen hier vorne gleich nochmal fragen, wo hier eventuell sanitäre Anlagen sind. Und ja, dann werde ich mir hier einen gemütlichen Abend machen und dann geht es morgen von hier wieder weiter. Und da werden wir dann auch in Erfurt ankommen. Aber jetzt auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Und könnt gerne kommentieren, Like da lassen, aber das ist, wie gesagt, euch überlassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.